Die letzten drei Tage des Ultimatums passiert nichts. Kathleen ruft ihren Rechtsanwalt Giorgio Forliano zu Hilfe. Denn ohne seine Unterstützung bringt die 40-Jährige es nicht übers Herz, ihre bereits vom Vater im Stich gelassene Tochter hinauszuwerfen. Hallo Chantal. Hi. Ihre Zeit ist abgelaufen. Jetzt müssen Sie langsam gehen. Ey Mama, das ist nicht dein Ernst jetzt. Mensch, wo soll ich denn hin? Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Aber du kannst mich nicht einfach rausschmeißen. Das geht doch gar nicht, oder? Schauen Sie, Sie sind 18 Jahre alt, Sie sind volljährig. Sie können sich um Ihr Leben selber kümmern. Das heißt, wenn Ihre Mutter nicht möchte, dass Sie hier wohnen, dann ziehen Sie hier bitte gefälligst aus. Und zwar jetzt sofort. Schauen Sie, ich habe Ihnen hier ein paar Unterkünfte rausgesucht. Da können Sie sich ja gerne mal informieren. Was ist das für eine Scheiße hier? Ey, wollt mich doch jetzt gerade wohl verarschen, oder nicht? Was ist das hier? Es gibt ja auch noch einen anderen Weg. Wir sind ja keine Unmenschen. Sie können beim Jobcenter einen Antrag stellen, sich da arbeitssuchend melden und eventuell zahlen die Ihnen dann auch eine Wohnung. Normalerweise sieht das Jobcenter das nicht gerne, wenn Sie da jetzt in Ihrem jungen Alter nicht mehr zu Hause wohnen. Aber was Ihre Mutter angetan haben, da kann ich eine Bescheinigung ausfüllen, wo drin steht, dass es Ihrer Mutter gar nicht mehr zumutbar ist, dass Sie weiter mit ihr unter einem Dach wohnen. Und dann stellen Sie den Antrag und dann schauen Sie, was raus wird. Also ganz ehrlich, das ist ja alles ganz nett, was Sie hier gerade erzählt haben, aber ich wohne hier und ich bleibe auch hier. Frau Leistner, Chantal, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie lieber freiwillig. Ich kann auch gerne die Polizei rufen und dann werden Sie hier rausgetragen von der Polizei. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Sie haben gar keine andere Möglichkeit. Fügen Sie sich, packen Sie jetzt Ihre Klamotten, helfen Sie Ihrer Mutter und dann verschwinden Sie einfach. Ey Mama, ganz ehrlich, ich werde jetzt gehen, ne? Aber das werdet ihr alle beide noch richtig bereuen. Frau Leistner, alles okay? Geht. Ich weiß, es ist jetzt nicht leicht. Aber glauben Sie mir, das war das Beste. Chantal lernt es sonst nicht anders. Ich sehe das hier ein. Sie hat genug Chancen jetzt gehabt, jetzt muss sie gucken. Ja. Übrigens, es gibt Neuigkeiten von Ihrem Mann, das muss ich Ihnen auch noch erzählen. Was denn? Der Privatdetektiv hat sich gemeldet. Ja, ehrlich? Und? Ja, Ihr Mann ist auf dem Weg nach Berlin. Was? Auf dem Weg nach Berlin? Ja, der wird morgen landen mit seiner Frau, dieser Frau Richards, mit ihrer Freundin. Ja, Jenny Richards, genau. Ja. Offensichtlich hat die ihre Wohnung nie in Berlin aufgegeben. Das heißt, die wohnen da anscheinend. Ach Gott, ja? Und? Naja, das Gute ist ja für uns, jetzt gehe ich morgen hin, werde den Brief überreichen, wo alles drin steht, erklären wir es auch nochmal persönlich, werde Druck aufbauen und dann schauen wir mal, dass wir möglichst schnell an ihr Geld kommen. Ja, kann ich denn da mitkommen? Wenn Sie es möchten, gerne. Ja. Dann hole ich Sie morgen ab und dann fahren wir gemeinsam. Super. Dass wir schon Teil rausgeschmissen haben, ist natürlich ziemlich hart. Aber wir wollten ihr auch mal die Augen öffnen. Sie muss lernen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie weiß doch, ihre Familie ist sowieso für sie da. Nur jetzt muss sie mal einen Schritt auf uns zugehen. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Genervt sucht Chantal nach einer anderen kostenlosen Bleibe. Obwohl sie und ihr Freund Ronny Graf Schluss gemacht haben, will sie wieder bei ihm wohnen. Sie passt den 22-Jährigen deshalb vor seiner Trainingshalle ab. Aber der Bauarbeiter hat genug von seiner egoistischen Ex. Hey, was machst du hier? Hi, na? Ja, ich wusste ja, dass du trainieren wirst. Ich wollte mal mit dir reden. Ach so, willst du mit mir reden und was? Und warum hast du überhaupt so einen Koffer dabei? Ja, also es ist halt so, ich habe über uns nachgedacht und ich liebe dich und ich will zurück zu dir. Wollen wir es nicht einfach mal probieren? Woher kommt denn der Sinneswandel jetzt? Du hast dich die ganze Woche nicht einmal bei mir gemeldet. Ach doch, einmal, weil du deine Klamotten haben wolltest. Und jetzt kommst du bei mir an. Was ist denn das? Ja, ich will halt noch mal mit dir probieren. Und ich habe halt gemerkt, ich vermisse dich voll und ich brauche dich. Und lass uns das doch einfach mal versuchen noch mal. Du, ich glaube, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Ich habe keinen Bock darauf. Ich will nicht mehr. Es ist vorbei. Ja, aber du kannst mich jetzt nicht hier nicht so stehen lassen. Das geht nicht. Chantal, pass mal auf. Du hast dich bei mir einquartiert. Du hast gar nichts gemacht. Du hast nur auf der Couch rumgesessen, hast dich von vorne bis hinten bedienen lassen. Jetzt soll ich dich wieder nehmen? Ey, such den anderen Deppen, ganz ehrlich. Aber ich habe mich geändert. Du hast dich geändert? Ja. Na klar, deswegen hat dich auch deine Mutter rausgeschmissen. Oder wonach sieht das hier aus? Ja, das hat doch gar nichts mit mir und meiner Mutter zu tun. Es geht um mich und um dich. Du, ist mir auch egal, worum es geht. Komm schon. Ich muss zum Sport, ich habe was Wichtiges zu tun. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, super, ey. Das ist schon wieder voll in die Hose gegangen. Damals habe ich Ronny auch mit meinem Hundeblick immer rumgekriegt. Tal, und was mache ich jetzt, Mann? Na gut. Eine Möglichkeit habe ich da noch. Chantals einzige mögliche Anlaufstelle ist jetzt nur noch ihre Großmutter Elke Kramer. Die 61-Jährige ist die Mama von Kathleen. Die Rentnerin weiß um die Probleme ihrer Enkelin. Denn Chantals Schwester Sandy hat ihr gerade alle Neuigkeiten erzählt. Hi, Omi. Na, ach, guck mal an. Nee. Also, Fräulein, jetzt wollen wir mal Klartext hier reden. So geht's nicht weiter. Mit deinem Vorstellungsgespräch, das war ja wohl auch eine Finte, ne? Ja. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, ich meine, beim Ausbildungsplatz hätten wir dir helfen können suchen, oder, Oma? So, du hilfst. Ja, ich hätte dir geholfen. Ich hätte sogar beim Bäcker gefragt, wo ich jobbe. Ja, aber ich wollte euch nicht fragen. Ist mir peinlich auch irgendwie. Ach,
das ist dir peinlich. Nein, immer nur schön sein, Fingernägel lackieren. Komm in der Realität an, Fräulein. Du musst dich bewegen, du musst dir einen Job suchen. Tut mir leid, ehrlich. Ich meine, wir würden alles für dich tun und du machst eine Scheiße nach der anderen. Ja, okay, ist ja gut. Tut mir doch leid. Das tut mir wirklich leid, Oma, ehrlich jetzt. Ich will das nicht mehr machen. Oh, ich kann es mir nicht anhören. Ich will mich ändern. Fräulein, geh doch weg. Ich glaub's dir nicht. Aber Oma, ich bin doch extra hierher gekommen, wirklich. Ich wollte mich entschuldigen, ich werde mir jetzt einen Job suchen und ich werde alles machen. Wie soll's dir weitergehen? Was hast du für eine Vorstellung? Ich wollte eigentlich jetzt erstmal nur eine Nacht hier schlafen. Bei dir bleiben, für eine Nacht, bitte. Was hältst du davon? Ja, nix halt ich davon, Oma. Warum fragst du sie denn jetzt auch? Was willst du denn überhaupt? Bitte, Oma, nur einen Tag. Guck mal, ich bin auch ehrlich lieb und mach alles, was du willst. Schluss aus. Ende der Diskussion. Du kannst hier übernachten, aber zu meinen Bedingungen, Fräulein. Sie wird sich nicht daran halten. Oh, klar, weil ich das mache. Das wirst du überhaupt nicht machen, nein. Oh, Sandy, halt dich daraus, lass uns erst mal hier meine Bedingungen stellen. Und dann werden wir weitersehen. Was denn? Jeden Tag wirst du dich bewerben gehen, Fräulein. Und nicht nur auf einer Stelle, sondern auf mehreren. Und ich sehe jeden Tag die Adressen und die Unterschrift von den Leuten, wo du dich beworben hast. Okay. Läuft das nicht? Bist du schneller wieder draußen? Ja, hast du mich? Ja, ich hab's verstanden. Oh mein Gott, ich kann das nicht anhören. Ich verspreche dir, ich muss raus. Ich schicke jeden Tag irgendwas ab und ja, dann zeige genau, ich dir das. Genau, genau, Chantal. Oh, Sandy, nervt mich nicht, okay? Chantal schafft es irgendwie immer, alle um den Finger zu wickeln. Aber okay, besser sie ist hier als woanders. Aber ich werde Oma vorsichtshalber über die Schulter gucken und sie kontrollieren. Ich meine, es wird Zeit, dass sich was ändert. I got my money. Am nächsten Tag wird Kathleen das erste Mal wieder auf ihren treulosen Ehemann Micha treffen. Ihre Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Denn der 45-Jährige hat sie und seine beiden Töchter sitzen gelassen und ist mit ihren Ersparnissen und seiner neuen Flamme Jenny Richards durchgebrannt. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Giorgio Fogliano will Kathleen nun ihr Geld einfordern. Ey, da sind sie. Moment, kommen Sie mal mit. Micha! Ey! Hallo! Ah, da bist du erstaunt, wa? Was will ich? Ja, was mache ich hier? Ich warte hier auf dich, du Idiot! Hast mich doch von einem auf den anderen Tag sitzen lassen. Machst es Halligalli auf Mallorca mit deiner neuen, mit meiner Kohle. Hast du dich jemals gefragt, ob ich mit den Kindern alleine zurechtkomme? Ja, nun richtig mal nicht so. Denk mal hier ein bisschen an die Nachbarn. Ach, die Nachbarn! Hör mal, deine eigene Familie hat dich schon nicht interessiert. Hast du dich einmal bei mir gemeldet? Ja, nee. Wollte mich ja. Ach, du wolltest dich melden. Hast du deine Nummer vergessen? Geburtstag deiner Kinder hast du vergessen, mein oder Mein Gott, wat? Wenn du so rumkreist, hätte ich mich auch nicht bei dir gemeldet. Ach, halt du dich da raus, Mensch. Halt mir ganz ruhig. Fogliano ist mein Name. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Leistner. Hallo. Hallo. Also ich will es erst mal klarstellen. Was Sie gemacht haben, ist eine absolute Frechheit, dass Ihnen das mal klar ist. Nicht nur, dass Sie die Kinder einfach haben sitzen lassen. Das gemeinsame Vermögen haben Sie einfach mitgenommen nach Mallorca. Das heißt, das ist eine Veruntreuung, das ist Ihnen klar. Das ist eine ernsthafte Straftat. Tja, und? Wollen Sie ihn jetzt verhaften? Ja, ich bin ja sicherlich nicht die Polizei. Ich werde ihn nicht verhaften. Aber definitiv können wir ihn anzeigen. Verletzung der Unterhaltspflicht, die Veruntreuung, die er gemacht hat, das sind ja ein paar schöne Sachen. Ich sage Ihnen, wie es jetzt ablaufen wird. Sie werden uns Informationen geben, was Sie für Einkommen haben, unabhängig von dem Geld, das Sie veruntreut haben. Ja, ist klar. Haben Sie mich verstanden? Sie werden sich mit meinem Büro in Verbindung setzen. Ich habe ihn jetzt auch schon mal schriftlich zusammengefasst. Meine Visitenkarte haben Sie auch. Bitte sehr. Und dann setzen Sie sich bitte mit meinem Büro in Verbindung, machen einen Termin und bringen alle Unterlagen mit, was Sie für Vermögen haben. Wir haben einen Anspruch darauf. Wenn nicht, können wir das auch gerne gerichtlich machen und mit der Polizei. Ja, brauchen wir nicht die Polizei rufen, brauchen mich nicht anzeigen, werde ich schon machen. Schon klar. Sehr gut, ich erwarte Ihren Anruf. Wenn Sie es anders überlegen, gar kein Problem. Wir können auch die harte Tour fahren. Wie Sie möchten. Brauchen wir nicht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich auch. Ciao. Ich bin froh, dass Sie dazwischen gegangen sind. Ich hätte mich wirklich bald vergessen. Und das ist nicht meine Art. Glauben Sie mir. Also ich bin sicher, der wird sich melden. Ich meine, der. Das glaube ich auch. Der hat richtig Schiss vor Ihnen gehabt. Haben Sie das schon gehört? Kathleen ist sehr erleichtert darüber, dass ihr noch Ehemann nun endlich Unterhalt zahlen wird. Doch neue Post macht alle Hoffnungen auf finanzielle Besserung wieder zunichte. Denn ihre Adoptivtochter hat sich nicht nur an der Haushaltskasse vergriffen. Was ist das? Wahrscheinlich Sandy hingelegt. Gucken. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Stimmt was nicht? Ja, schauen Sie mal. 130 Euro Bluse, Schuhe, Schal, Mahngebühren. Ja, ich hab nichts gekauft, das steht fest.
Moment mal, aber die Ware muss ja irgendwo gelandet sein. Die sind sich ganz sicher, dass sie nichts bestellt haben? Hundertprozentig nicht. Ich mach da nicht hier einen auf Sparkurs und gebe das Geld dann selber aus. Ja gut, dann gibt's ja nur einen Weg. Meinen Sie wirklich, Chantal? Frau Leisner, ich brauch doch nie Ihre Kreditkarte benutzt haben, um schön online shoppen zu gehen, klar. Wissen Sie was? Wir gehen mal im Zimmer gucken, ob die da irgendwas hat. Das möchte ich aber jetzt wissen. Kathleens böse Vorahnung wird bestätigt. Offenbar hat Chantal mit der nicht gedeckten Kreditkarte ihrer Mutter fleißig online eingekauft und später die Post abgefangen und versteckt. Allein beim ersten Überblick kommen mehr als 400 Euro zusammen. Jetzt habe ich auch noch Schulden wegen der. Ich dachte, wo Micha jetzt wieder da ist und das so weit geregelt wird, dass sich die Lage hier entspannt. Und jetzt das? Frau Leisner, das sind jetzt mittlerweile schon beim ersten Überblick über 400 Euro Schulden. Ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Ich schreibe erstmal alle Gläubiger an und vereinbare eine Ratenzahlung, dass die erstmal die Füße stillhalten und keine weiteren Kosten entstehen. Was Chantal angeht, die muss Ihnen natürlich sämtliche Gelder zurückzahlen. Und zwar inklusive der Mahnkosten und allem drum und dran. Und Frau Leisner, Ihnen muss klar sein, das sind Straftaten, die Ihre Tochter hier begeht. Sie können sie auch anzeigen. Anzeigen? Nee, also rausschmeißen ist die eine Sache. Aber ich zeig doch meine eigene Tochter nicht an. Ich will erstmal selber mit der reden. Die ist bestimmt bei meiner Mutter. Aber ich bin so mit den Nerven am Ende. Würden Sie mir helfen und mit zu meiner Mutter kommen, wenn Sie Zeit haben? Kein Problem, ich begleite Sie. Aber dann lassen Sie uns gleich losfahren und keine Zeit verlieren. Okay? Okay. Während der kurzen Fahrt zu Kathleens Mutter Elke errechnet die Altenpflegerin den kompletten finanziellen Schaden, den Chantal verursacht hat. Sie kommt auf den horrenden Betrag von 930 Euro. Die 40-Jährige ist fassungslos über so viel Rücksichtslosigkeit. Ist Chantal da? Auf dem Balkon. Ach, da sitzt die Madame. Schön auf dem Balkon. Na gut. So, hallo mein Kind. Bitte schön. Für dich. Was willst du denn? Warum machst du schon wieder so Stress? Ich mach keinen Stress. 930 Euro Schulden habe ich wegen dir. Ist dir das klar? Wie 930 Euro? Ja, das kann dir der Anwalt ja jetzt erklären, was das damit auf sich hat. Kann überhaupt gar nicht sein. Nee? Wirst du ja jetzt hören. Tun Sie mir einen Gefallen. Oh, jetzt will er mich auch noch nerven. Nein, ich will Ihnen nur was erklären. Und zwar Ihre Situation. Sie haben Straftaten begangen. Sie haben die Kreditkarte Ihrer Mutter einfach missbraucht, ohne Ihren Willen. Wissen Sie, das ist ein Betrug, das ist eine Veruntreuung. Das sind ernsthafte Straftaten. Wenn Sie da angezeigt werden, kriegen Sie richtig Ärger. Und im Moment haben Sie 930 Euro Schulden verursacht. 930? Und zwar noch, sind ja. Sie da überhaupt sicher? Ja, wir sind sicher, wir haben nachgezählt, natürlich. Und schauen Sie, wenn die sich jetzt Anwälte nehmen, dann explodieren die Kosten. Sie müssen wirklich zur Vernunft kommen. Hey, was bist du denn überhaupt für eine Mutter? Kommst du mir jetzt hier ernsthaft mit einem Anwalt an? Ist das dein Ernst? Ja, natürlich ist das mein Ernst. Was soll ich tun? Papa hätte sowas niemals gemacht. Stopp! Also jetzt reicht's aber wirklich. Dein Vater hat euch verlassen, der ist abgepfiffen. Deine Mutter war immer für euch da. Und denke nicht, Fräulein, dass dein Vater mit diesem Verhalten einverstanden wäre. Das ist unter aller Kanone, Fräulein. Und im Übrigen, dein Vater ist hier in Berlin. Wie, Papa ist hier? Hat er sich jemals bei dir gemeldet? Nein, hat er nicht. Der ist hier. Wo denn bitte? So, der ist mit seiner Sekretärin im Kolkrabenweg 13. Genau, in Charlottenburg. Ganz genau, bei der zu Hause. Ja, ganz ehrlich, dann könnt ihr das auch irgendwie selber machen. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich muss mir das gar nicht Fräulein, geben. Wo willst du jetzt schon wieder hin? Ich gehe einfach zu Papa dann. Er nimmt mich schon auf. Der versteht das alles hundertprozentig. Der wird immer zu mir halten. Er ist nicht so wie du. Bei Problemen schon wieder abhauen. Hör mal, ja. Die lösen sich nicht von alleine. Ja, was soll ich denn hier? Keiner will mich haben. Du kommst mit einem Anwalt, da habe ich keine Lust drauf. Ich gehe zu Papa. Mensch, Fräulein, bleib hier. Also Chantal wird sich schon noch wundern, wenn sie merkt, dass ihr hochverehrter Vater nicht so toll ist, wie sie immer denkt. Dann kommt sie nämlich wieder angekrochen. Aber da muss sie sich eine gute Erklärung ausdenken. Im Moment bin ich so sauer auf die, ich bin froh, wenn ich die nicht sehe. Chantal ist überglücklich, dass ihr Papa Micha wieder da ist. Sie fährt sofort zu der Adresse von dessen Freundin Jenny Richards. Die 18-Jährige setzt jetzt alle Hoffnungen in ihren leiblichen Vater. Obwohl er sie allein zurückgelassen hat, glaubt Chantal, dass er zurückgekommen ist, um sich um sie zu kümmern. Papa, hey! Wo kommst du denn jetzt her? Wie, wo komme ich her? Ja, ich, freust du dich gar nicht? Moment, halt. Papa, was soll denn das? Woher was ist mit dir denn los? Wo ich wohne? Ja, Mama hat mir das erzählt. Was ist denn? Ich packe mal meine Sachen hier. Ja, aber Mensch, was willst du? Freu dich doch mal. Was willst du? Wie, was ich will? Papa, du hast dich ein Jahr lang nicht gemeldet. Ist das dein Ernst? Ich brauche einen Schlafplatz zum Beispiel. Du kannst echt mal was wieder gut machen. Ja, aber du... Hab ich doch richtig gehört. Chantal, was tust du denn hier? Das ist nicht dein Ernst, ne? Micha, ich hab dir doch gesagt, dass ich mit deiner Familie und deinen Kindern nichts zu tun haben möchte.
Ja, aber das ist mein Vater. Er kann ja wohl selber entscheiden, ob er mit mir was zu tun haben will oder nicht. Papa. Pass mal auf, Kleines. Das hier ist meine Wohnung und ich entscheide. Ja, aber es ist mein Vater und ich brauche einen Schlafplatz. Er kann ruhig mal was für mich tun. Er hat sich ein Jahr lang nicht gemeldet. Wir sind erst heute gelandet. Ich muss erst mal ankommen und von euch will ich hier niemanden sehen. Ist das klar? Papa, sag doch mal was. Ja, Mensch, das kann doch nicht jetzt gerade dein Ernst sein. Sorry. Ich bin deine Tochter. Sorry. Wie sorry? Ist das jetzt alles? Ist das dein Ernst? Willst du jetzt nichts anderes hier sagen? Ihr schmeißt mich einfach hier raus, oder was? Ja. Komm, raus Papa? Hier. Mach die Tür auf, schmeiß sie raus. Ey, das raus. Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Papa, ganz ehrlich, was soll das? Ich richtig scheiße von dir. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich komplett alleine. Ich meine, Papa will mich nicht haben, keiner will mich haben. Alle sind sauer auf mich. Fuck. Noch am selben Abend macht sich Kathleen große Sorgen. Chantal ist anscheinend spurlos verschwunden. Sie ist nicht zu ihrer Großmutter zurückgekehrt und hat ihr Handy ausgeschaltet. Giorgio Fogliano, der seiner Mandantin Unterlagen zurückbringt, will ihr bei der Suche nach Chantal helfen. Ach, guten Tag, Herr Fogliano. Ich wollte Ihnen Ihre Briefe vorbeibringen. Dankeschön, aber tun Sie mir einen Gefallen. Kommen Sie bitte mal kurz rein. Ich muss mal kurz mit Ihnen sprechen. Was ist los? Ich mache mir so Sorgen um Chantal. Warum? Ja, die war bei Ihrem Vater, ne, nachdem ich sie hier rausgeschmissen habe. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der hat die rausgeschmissen. Die sehen sich ein Jahr nicht und er hat nichts Besseres zu tun, als seine eigene Tochter rauszuschmeißen. Ich bin doch zu hart gewesen, dass ich sie rausgeschmissen habe. Nein, Frau Leistner, Sie waren ganz sicher nicht zu hart zu ihr. Schauen Sie, Sie haben mir so oft Möglichkeiten gegeben, sich richtig zu verhalten. Und was hat sie gemacht? Sie hat jede Chance einfach mit Füßen getreten. Ja, das ist richtig, aber... Sie braucht jetzt mal eine kalte Dusche. Ich meine nicht, dass Ihr Vater sie rausgeschmissen hat, aber was Sie mit ihr gemacht haben, war genau richtig. Chantal hat den Fehler gemacht. Sie geht immer noch nicht, Mann. Okay, was ist mit Freunden? Kann sie da vielleicht sein? Ach, wir haben doch schon alles abtelefoniert. Okay, also für eine Vermisstenanzeige ist es definitiv noch zu früh. Ich meine, sie ist 18, sie kann tun und lassen, was sie möchte. Die werden nicht mal anfangen zu ermitteln. Nee, das stimmt. Aber jetzt nehmen wir mal an, dass dieser Schock, den sie jetzt hatte, das war vielleicht nur der Schock, der sie aus ihrem Dornröschenschlaf rausgeholt hat. Und sie kommt jetzt wirklich zur Vernunft. Kann sie da vielleicht irgendwo hingegangen sein? Fällt ihr irgendwas ein? Könnte sein, überleg mal. Also, da gab es so einen See im Park. Als wir kleiner waren, da haben wir uns immer zurückgezogen. Wenn wir sauer oder traurig waren, haben wir halt so getan, als ob wir abhauen und haben uns da versteckt. Ich weiß nicht, vielleicht... Gut, das stimmt. Ich kann mich daran erinnern. Ja, vielleicht ist sie ja da. Ja, dann lass uns doch direkt mal nachsehen. Sollen wir das machen? Ja, komm, wir fahren direkt mal hin. Und ich rufe auf dem Weg immer noch mal an. Ja, okay. Komm, das machen wir. Okay. Ich muss schon zugeben, Chantal musste eine ganze Menge einstecken in letzter Zeit. Aber viel davon auch selbst verschuldet. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie der Typ ist, der sich irgendwas antut. Ich glaube eher, sie hat jetzt eingesehen und erkannt, was sie ihrer Familie alles angetan hat. Das ist bestimmt eine schmerzhafte Erfahrung, aber auch eine wichtige. Kathleen Leistners Adoptivtochter Chantal ist wie vom Erdboden verschluckt, nachdem ihr Vater sie erneut eiskalt im Stich gelassen hat. Nun setzen Kathleen, ihre leibliche Tochter Sandy und Rechtsanwalt Giorgio Fogliano alles daran, Chantal zu finden. Wartet mal. Mama, ist es Chantal? Oh, das könnte sie sein. Das ist Chantal. Ist es okay, wenn ich vorgehe? Ist es in Ordnung? Ja, bitte. Ruhig sie erstmal. Wir kommen langsam nach. Nicht, dass sie nachher wieder wegläuft. Reden Sie erstmal. Wir machen langsam. Frau Leistner, ganz in Ruhe. Lassen Sie die Mädels erstmal miteinander quatschen. Chantal, ich wusste doch, dass du hier willst. Was ist denn hier? Ich bin bei Papa. Er hat mich einfach weggeschickt. Er hat nicht mal gefragt, wie es mir geht oder sonst irgendwas. Dem ist komplett scheißegal. Papa, kannst du vergessen, Chantal. Das weißt du ganz genau. Er meldet sich einfach nicht. Und du weißt ganz genau, ich hab dich lieb. Egal, was war. Egal, wie wir uns gestritten haben. Und meinst du überhaupt, Mama redet überhaupt noch mit mir? Die ist total sauer wegen den 1000 Euro. Das hast du dir selber zuzuschreiben, Chantal. Das ist nun mal so. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich mich entschuldigen soll. Sie wird es mir einfach nicht verzeihen. Weißt du was? Mama ist extra für dich gekommen. Hier? Ja, komm, es ist Zeit, sich zu entschuldigen, Chantal. Wo ist denn Mama? Chantal. Mama. Ach, Mensch, Kind. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Ich hab mir so Sorgen. Wie ist das denn überhaupt alles gekommen, was du da gemacht hast? Ich weiß es nicht. Alles hat angefangen mit dieser scheiß Note, Matze. Und dann war ich komplett unmotiviert. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wollte euch das nicht sagen, weil es... Keine Ahnung, Sandy ist halt immer so ehrgeizig. Du machst alles, was du sagst und kriegst alles hin. Und ich hab da keine Ahnung. Ach, Kind. Weißt du, Chantal, ich muss klar sein, was sie gemacht haben, ist absolut unverzeihlich eigentlich.
Aber Ihre Familie steht ja hinter Ihnen anscheinend. Ja. Tun Sie mir den Gefallen, suchen Sie sich einen Job, zahlen Sie die ganzen Schulden zurück, die Sie Ihrer Mutter eingebrockt haben und bleiben Sie in Zukunft bei der Wahrheit, okay? Mit dem verabschiede ich mich, Sie haben ja noch einiges zu besprechen hier, okay? Wir telefonieren. Chantal, auch wenn du eben nicht so gut in Mathe bist, das ist doch kein Grund. Ja. Ich verzeih dir. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. So wie das aussieht, wird ja Chantal jetzt die Kurve kriegen. Ich bin mir sicher, sie wird sich jetzt einen Job suchen und dann wird sie auch die Schulden zurückbezahlen. Gute Nachrichten übrigens auch für Frau Leisner. Ich habe morgen einen Termin mit ihrem Ehemann in meinem Büro und so wie es aussieht, wird sie jetzt wahrscheinlich Unterhalt kriegen von ihm. Ich bin mir ganz sicher, Frau Leisner ist eine Kämpferin. Wenn sie mit ihren Töchtern zusammenarbeitet, dann kriegen die alles hin. Zwei Monate später hat sich die prekäre Finanzlage von Familie Leisner entspannt. Denn der treulose Vater zahlt nun monatlich 320 Euro Unterhalt. Chantal ist von ihrer Oma wieder zu ihrer Mutter und Sandy gezogen. Sie hat erkannt, dass die beiden immer für sie da sind und nur ihr Bestes wollen. Und Kathleen kann sich endlich auf ihre offizielle Trennung freuen. Ach, im Übrigen, da fällt mir was ein. Ich habe euch gar nicht erzählt, dass ich beim Anwalt war und die Scheidung eingereicht habe. Also, na Mama, es ist keine Überraschung, aber mit Papa wäre ich nicht gern verheiratet. Hi. Hallo, Kind. Na? Alles gut? Jo. Hi, Omi, na? Du bist ja auch da. Alles hallo. Gut. Hallo. Hallo, Kind. Du strahlst alles ja gut. So. Ja, ich habe nämlich eine super tolle Nachricht. Und zwar habe ich heute mein erstes Gehalt bekommen. Und jetzt will ich dir natürlich auch die erste Rückzahlung geben. Ja. Bitteschön. Oh, das ist ja super, danke schön. Ja, bitteschön. Also, weil ich habe mir nämlich zu dem einen Job, den ich jetzt natürlich im Supermarkt habe, noch einen zweiten Job geholt. Und zwar in einem Klamottenladen. Mhm. Und der ist auch richtig cool. Und wenn ich Glück habe, kann ich da auch eine Ausbildung anfangen. Das ist ja toll, Mensch. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Ein halbes Jahr später hat Chantal nicht nur einen neuen Ausbildungsplatz gefunden, sondern auch die 1.300 Euro Schulden an ihre Mutter zurückgezahlt. Und sie hat nicht ein einziges Mal gelogen.